Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Herausforderungsgrab bei meinem Let's Play zu Shadow of the Tomb Raider. Oder überhaupt herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Aber wir befinden uns im letzten Grab. Und ich hatte eine Idee, wie wir das Tor da hinten öffnen. Aber entweder habe ich was falsch gemacht oder meine Idee hat sich gerade in Wohlgefallen aufgelöst. Mal, mal. Scheint auf jeden Fall der richtige Weg zu sein. So senken wir das Wasser ab. Dann können wir das hier damit verbinden. So weit, so gut, so richtig, würde ich mal behaupten. Und dann war meine Idee, die Mühle nur so lange ans Laufen zu bringen, bis das Tor sich öffnet. Wir können das ja wieder zurücknehmen. Heute nicht mit mir. Trotzdem fehlt ja noch das Dokument. Aber das liegt, glaube ich, hier über uns, oder? Habt ihr gerade irgendwas gesehen? Oder liegt es hier unten? Da ist das Dokument. Alux. Ein Alux, Plural Aluxhub, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxhub reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleidung und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Wir lernen Mam und das dürfte Legenden der Maya sein, außer wir hatten die schon vollzählig. Gucken wir einfach mal, ob wir was Vollzähliges haben. Ja, Legenden der Maya. Sehr gut. Sein, die wir jetzt freischalten durch Herausforderungsgräber. Wir dürften jetzt also alle Gräber geplündert haben. Tomb Raider haben wir freigeschaltet. Das sieht so gut aus, als wäre es das. Angriff jetzt nichts der Besten. Raus aus diesem schrecklichen Gestank. Was stinkt ja eigentlich so? Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden bei gepanzerten Feinden. Aha.
durstige Götter. Ja, alle Gräber. Wir haben alle Gräber. Und eigentlich müssten wir jetzt auch von unserer Nebenaufgabe zu Manu zurückkehren. Und wir können auch das abschließen. Moment, ging es von da oben vielleicht mit einer Seilrutsche raus? Kann ich das übersehen? Ja, war klar. Ich müsste nah dran sein. Sehr schön. Und das heißt ja auch für uns, dass es hier in San Juan nicht mehr viel zu holen gibt. Wir haben noch ein Relikt. Wo haben wir das denn liegen lassen? Na, es kann sein, dass wir das durch die Hauptmission finden. Oder dass uns irgendwo noch eine Schatzkarte fehlt. Ich hoffe, wir finden es trotzdem, dass wir... Na, da ist es doch. Wir haben es liegen lassen in der Krypta. Das heißt, da müssten wir noch mal rein. Da haben wir tatsächlich ein Relikt liegen lassen. Gut. Überlebensverstecke fehlen noch... Ne, die haben wir auch vollzählig. Es fehlen eigentlich nur noch 8 Dokumente. Die Nebenaufgabe schließen wir gleich ab. Und die 8 Dokumente, wir finden hier eine ganze Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das heißt, damit hätten wir auch diesen Bereich dann vollzählig. Aber blöd, dass ich hier ein Relikt habe liegen lassen. In diese Krypta müssen wir dann also nochmal rein. Das heißt für uns also, am besten wäre es, wenn wir gleich nochmal hier irgendwie das nächste Lagerfeuer nutzen. Mann, du hast uns gesehen, ich weiß es. Nee, doch nicht. Ah, eigentlich wäre das Lager beim Herausforderungsgrab, glaube ich, der kürzere Weg gewesen. Oder? Ja, weil jetzt dürfen wir hier so komplett lang, wenn wir hier sind, beim verlassenen Kloster, dann können wir auch direkt dahin gehen. Ah, schade, okay. Aber das mache ich, bevor ich es vergesse. Das mache ich. Und ich würde auch sagen, dass ich nochmal zu den alten Gebieten zurückgehe, bevor ich hier zu Jonah in die Bibliothek gehe. Da ich mir doch vorstellen kann, dass nicht mehr allzu viel kommt. Vor allen Dingen haben wir ja auch noch ein paar Nebenaufgaben in Paititi. Vor allen Dingen eine mehr, als vorhin angezeigt wurde. Da ist also irgendwas dazugekommen. Ich hoffe, wir können überhaupt noch Nebenaufgaben machen. Die Krönung von Edsley, weil eigentlich ist er ja jetzt schon der neue Herrscher. Mit diesem Meisterbogen oder sowas. Es ist ja noch nicht vollendet. Ich gehe davon aus, dass wir auch noch den Meisterbogen besorgen dürfen. Und da ist die Frage, ob das jetzt überhaupt noch geht oder ob wir uns das verbaut haben, weil wir ja schon in der Handlung weiter vorangeschritten sind. Von hier kamen wir ja gar nicht dahin. Müssen wir da unten lang. Naja. Kriegen wir starke Beine. Aber wie blöd, dass ich das übersehen habe.
Und das sei ja auch noch die Krypta, wo wir... Na gut. Nehmen wir uns noch mal euer Leder. Oh, und das besondere Fell ist voll. Wie ärgerlich. Hier können wir es aber machen. So, weil da noch Pfeile drin stecken. Bei ihm müssen aber auch noch Pfeile drin stecken. Den kann man nicht anwählen. Das Relikt markieren. Dass wir das jetzt auch ja finden. Und nicht liegen lassen. Das ist gut. Wir sind dann hier lang gekrochen, um uns hier wieder hochzuarbeiten. Ich glaube, hier sind wir dann durchgegangen. Da war das hier nur für Sammelgegenstände. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hier hätten wir noch rüberspringen müssen. Das haben wir vorhin nicht getan. Das war der Trick. Und was haben wir hier? Radschlosspistole. Eine Radschlosspistole. Sie ging nie in die Massenproduktion und war im Heiligen Römischen Reich verboten. Außerdem sind ihre Verzierungen für einen Missionar viel zu protzig. Zu einem Egomanen wie Lopez könnte sie allerdings passen. Der Lauf ist leicht beschädigt. Ansonsten ist die Waffe aber in einem guten Zustand. Mhm. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir wieder was vervollständigt haben. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir müssen mal schauen, wozu diese nun gehört. Angel de la Cruz bestimmt. Ja, da haben wir es doch. Haben wir einfach nur nicht den Weg über die Schlucht gemacht, um das Relikt zu sammeln. Na gut, dann können wir jetzt aber den Neben... Die haben wir doch schon vorher kaputt gemacht. Okay. Was da gerade los war, weiß wieder kein Mensch. Ja.
Können uns nun zurück zur Mission begeben. Aber die letzten Sachen. Ja. Okay. Wenn die Mission abgeschlossen ist, fehlen tatsächlich nur noch die 8 Dokumente, die wir in der Bibliothek finden. Mal schauen, was wir von Manu bekommen. Dieser Dschungel. Hoffentlich hast du deine Tanzschuhe poliert, Manu. Ich war bei der Ruine. Maya. Ein alter Aquädukt. Es war wunderbar. Wie du gesagt hast. Ich wusste, du schaffst es. Jetzt erzähl mir alles. Die Ruine war wegen des Bebens überflutet. Ich schwamm durch Tunnel voller Aale und Piranhas. Weiter. Ich habe eine große Höhle gefunden. Und einen Steinturm, in den riesige Köpfe gemeißelt waren. Die Herren von Xibalba, oder? Unglaublich. Was noch? Es muss eine Art Aquädukt gewesen sein. Und das Unglaubliche ist, dass der Großteil davon immer noch funktioniert. 5 Meter hohe Wasserräder drehen sich gleichmäßig, wie am ersten Tag. Es war ganz erstaunlich, Manu. Diese Nähe zur Geschichte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Ich sehe sie. Ich rieche, spüre, schmecke sie. Du hast einem alten Mann Tränen geschenkt. Ich kann dir nicht genug danken. Ich möchte dir etwas geben. Manu, ich kann nicht. Ich bestehe darauf. Es ist meine erste Reliquie. Wunderschön und detailliert. Ein verzierter Schädel. Jemand, der genauso leidenschaftlich auf Erkundung geht wie ich früher, soll ihn bekommen. Lass dir niemals von jemandem deine Neugier und dein Staunen nehmen. Niemals. Danke, Manu. Schädel. Wozu gehört der denn? Die Jade und anderen Edelsteine sind mit einem Klebstoff aus Harz und gemahlenen Knochen an den Zähnen befestigt. Für die erforderlichen Vertiefungen wurde vermutlich ein primitiver, möglicherweise aus Obsidian gefertigter Bohrer verwendet. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier deine Geschichte vollenden können. Das war schon mal die Nebenaufgabe. Nein, der Schädel muss irgendwo zugehören. Dann schauen wir mal. Nein. Metamorphose. Da haben wir jetzt den Schädel. Mam. Und uns fehlen auch nur noch 9% für die letzte Stufe Mam, nur noch 7% für die letzte Stufe Queshwa und 27% für Yucateco. Das kriegen wir ja mit den Dokumenten nicht. Das glaube ich nicht. Denn diese bringen kein Fremdsprachenwissen. Zumindest nicht, die wir hier finden. Gut, Leute. Ich schaue noch mal beim Händler vorbei. Hallo? Hallo. Sieh dir ruhig alles an. Ja, dann verkaufen wir mal wieder unser ganzes Gold. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Garantiert. Dann verkaufen wir auch unser ganzes Jade. Ein gutes Geschäft für uns beide. Und ich überlege, ob ich mir Bergungsgut kaufen soll. Das können wir doch auch. Ja, ich kaufe mir einfach mal Bergungsgut. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Es war nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ja. Und dann mache ich mir noch die letzten
Waffen werte ich mir nochmal voll auf. Und zwar hier. Eigentlich war es blöd, sich Bergungsgut zu kaufen. Verschenktes Geld. So, was haben wir denn noch für zwei? Eigentlich nur noch... Hier, Ansturm des Pumas. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das kostet ja alles drei. Ah, das haben wir auch noch. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Das belege ich mal kurz. Dann sind wir hier ja auch schon ziemlich weit. Also ich glaube tatsächlich, dass nicht mehr viel kommen kann. So, die Porvenir-Ölfelder haben wir zu 100%, den Bergtempel. Beim Cenote fehlt noch ein Abbild, das wir abreißen müssen. Es war aber ein zu langes Gebiet, um da jetzt nochmal alles komplett durchzulatschen. Ich glaube, ich werde erstmal in die verborgene Stadt reisen. Und als erstes, wer wird mein Weg mich hier oben hinführen? Ich glaube, da müssen wir ins Fischerviertel. Da kommen wir davon woanders lang. Denn hier oben, da sind wir ja noch gar nicht gewesen. Da können wir gar nicht hinreisen. Können wir überhaupt nochmal hier hinreisen? Wir können ja hier ins Basislager an dem Paititi-Marktplatz können wir reisen. Ach Quatsch, wir sind ja noch gar nicht in der Schnellreisefunktion. Ich wollte ja erstmal gucken, wo wir genau hin müssen. Ja, dann geht's doch jetzt zum Fischerviertel. Ja, wie gesagt, die Hauptmission, die führe ich dann wahrscheinlich im nächsten Video fort. Wenn nicht sogar erst im übernächsten. Mal schauen, wie lange wir hier in dieser Stadt des Grauens für Leute, die alles sammeln wollen, brauchen werden, um alles zu sammeln. Gut, die verborgene Stadt. Hier nicht ganz einfach raus und uns hat einer gewarnt, dass hier wilde Tiere sind. Ja, sind wir noch gar nicht lang gegangen hier. War mir zu mühselig, glaube ich, wegen dem Schlamm. Nein, sieh an. Neues Basislager entdeckt, verlassenes Dorf. Hat uns tatsächlich noch ein Basislager gefehlt? Mir war eigentlich nicht so. Scheint aber doch der Fall zu sein. Ich glaube, das ist auch die Stelle, wo wir gefangen genommen wurden. Von der ich sprach, wo wir mit der Schrotflinte oder mit unserem Steigwerkzeug weiterkamen. Und eigentlich suche ich gerade nur einen Weg danach, diese Quippers runterzureißen. Oder wie sich das jetzt nannte. Yeah.
müssen ein Seil spannen von da nach da und auf dem Seil balancieren, um das zu bewerkstelligen. Losgelassen, Fräulein. Nee, die will da nicht rein. Die will da nicht rein, oder machen wir das falsch? Da liegt doch ein Dokument, da müssen wir doch rein. Lesen wir das Dokument doch mal. Expeditionsbericht. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Und der Expeditionsbericht gehörte zu... Innen und Außen. Das Überlebensversteck kennen wir tatsächlich noch nicht. Wurde uns auch nicht angezeigt. Sind wir da also auch einen Schritt weiter? Hier haben wir noch eine Archivarkarte. Ich weiß aber nicht, ob die uns noch viel zeigt. Doch, da hinten noch ein Dokument. Eieieiei. Wir kommen ja doch noch dazu, hier einiges zu sammeln. Noch 4 Überlebensverstecke. Wir müssen noch einen Monolithen entziffern. Das heißt, es sind dann sogar nur noch 3 Überlebensverstecke. Da haben wir auch eins. Das wären dann nur noch 2 Überlebensverstecke. Ja, das heißt aber, wir brauchen definitiv eine Forschertasche. Oder wir haben das Glück und finden das hier. Auf eigene Faust. Das ist doch der Weg. Oder das müsste doch der Weg sein, diese Herausforderung abzuschließen. Ich war gerade nur zu blöd, das zu treffen. Oder etwa nicht. Aber eigentlich waren die ja an einer anderen Stelle. So hoch. Zack. Jetzt haben wir auch das hinbekommen. Sehr schön. Den Weg einfach nicht gesehen. Das heißt, wir haben sogar noch eine weitere Herausforderung geschafft. Welche Herausforderungen fehlen uns denn hier? Gucken wir mal. Genau, noch den Wetterfrosch-Totem runterziehen. Und das schließen wir auch gleich ab. Indem wir die Krypta noch ausräumen, die ja hier irgendwo im verlassenen Dorf zu sein scheint. Ich markiere mir aber erstmal dieses lustige Dokument. Genau die Stelle meinte ich, Leute. So. Lopez Ankunft. Da sich die Koordinaten, die uns Trinity gegeben hatte, als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden.
Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben, solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, zwei von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen. Lopez' Ankunft. Haben wir ein Set vervollständigt? Oder müssen wir danach suchen? Wir müssen danach suchen. Ich glaube aber, das könnte... Ach Quatsch. Entweder das oder Trinity. Irgendwie habe ich ein Gefühl, das klang so nach Trinity. Nee, da hatten wir aber schon 80, oder? Wundermission? Auch nicht. Die verborgene Stadt ist es auch nicht. Unterdrückung von Paititi? Doch, Unterdrückung von Paititi. Da gehört es rein. Jade! Mal spazieren. So, wir wählen mal das Dokument an. Was war hier? Finden wir noch etwas Gold? Können wir auch gleich gut verkaufen. Ich schieße keine Lamas, davon haben wir schon zu viele gestreichelt heute. Nicht heute, aber hier im Spiel. Nochmal Gold, nochmal das. Verwischen. Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erster ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen. Das könnte tatsächlich zu Trinity gehören. Nein. Die verborgene Stadt... Die verborgene Stadt, da haben wir Spuren verwischen. Dann machen wir uns mal auf den Weg in die Krypta. Oh, hoffentlich finden wir da noch eine Forschertasche. Vielleicht finden wir aber auch noch ein Überlebensversteck allein unter Wasser. Da sind die ja auch nicht gerade selten. Aber ich sehe es ja leider nicht blinken. Ah, ich dachte, hier kämen wir hoch. Das scheint aber der Weg zur Krypta zu sein. Und siehe an, wir haben noch ein Überlebensversteck gefunden. Direkt hier vor der Krypta.
Nur noch drei. Eins sehen wir durch den Moniten, eins sehen wir da, dann fehlt nur noch eins. Es scheitert nachher an einem einzigen Überlebensversteck, wenn wir die Forschertasche nicht finden. Ach, ja schon wieder. Lassen Sie mich in Ruhe. Unsere Pfeile gar nicht mehr im Auge gehabt. Wir können doch auch... Ja, aktuell können wir ja nichts. Wir können aktuell ja nur mit dem Bogen rumrennen, da wir ja hier in der... im Paititi unterwegs sind. So, ihr Lumpen. Nein, wie geil. Nein, wie geil. Wir haben die Forschertasche. Ja, die beiden Überlebensverstecke haben wir hier. Das letzte finden wir über den Monolithen. Das heißt, wir haben die Positionen aller Sammelgegenstände. Oder? Wandgemälde? Wandgemälde? Da ist noch ein Wandgemälde. Das andere ist bestimmt hier. Wir sind ja hier in der Krypta. Ja. Okay. Die Schatztruhen, die kennen wir ja auch. Eine wird uns hier ja angezeigt. Die andere wird uns auch angezeigt. Das hätte ich jetzt aber auch im Kopf gewusst, weil wir ja nicht wussten, wie wir da hinkommen. Kann sein, dass das Boot jetzt weg ist und wir da reintauchen können, weil wir ja hier mit Jonah weggefahren sind. War das an der Stelle? Ich glaube ja. So, das heißt, die Schatztruhen können wir öffnen. Vier Relikte fehlen uns. Ja, da haben wir noch dieses freudige Relikt und dieses. Da muss ich gucken, wie wir da dran kommen. Dann fehlen aber immer noch zwei und die sind, glaube ich, hier oben. Eins ist zumindest hier oben. Dann würde noch ein Relikt fehlen irgendwo. Ah, ein Relikt fehlt uns. Ich gucke nochmal. Lass mich doch hierbei irgendwie sehen. Okay, ein Relikt fehlt uns. Das ist schade. Eins, zwei, das dritte da oben. Okay, es kann also sein, dass uns noch eine Schatzkarte fehlt. Also eine Archivarkarte. Okay, ansonsten... 5 Dokumente. Ich glaube, so viele haben wir ja auch nicht mehr gesehen. Nee, 5 Dokumente fehlen uns vollständig. Also müssen wir tatsächlich noch eine Karte finden. 2 Wandgemälde, die kriegen wir ja jetzt gleich hier gezeigt. Gucken wir einfach mal. Wir schauen einfach mal, was das Grab uns jetzt bringt. Kommen wir von hier überhaupt ins Grab? Oder war das jetzt nur die Höhle der Wölfe hier? Tatsächlich nur eine Wolfshöhle gewesen zu sein. Schade.
Hier müssten wir dran kommen. Wenn hier ein Weg hochführen würde. Zu der Krypta jetzt hin. Hey Leute, da kann man doch hoch. Da fehlt doch nur ein Millimeter. Wieso hält sie sich da nicht fest? Wieso hält sie sich da nicht fest? Da hinkommen, irgendwo, wo wir ein Seil befestigen können. Und hier. Dann können wir an der Felswand hochklettern. Wieder hier im Dorf. Hier wollen wir nicht hin. Von der Seite irgendwo das. Jetzt sind wir hier aber ja wieder bei der Wolfshöhle. Von da oben, da müssen wir hin. So, auf diesen Vorsprung müssen wir, glaube ich. Schon mal gut aus. Ja. Ja, und da oben sehen wir auch die Krypta. Sehr schön. Komm, da musst du nicht springen, da kannst du hochklettern. Es gibt mehr Turmsprünge, als benötigt werden. So, dann gehen wir hier rein in die Krypta. Ei. Die Falle übersieht man leicht.
Das Wasser sieht tief genug aus. Sieht es, aber wir haben hier einmal noch ein Wandgemälde. Chucky, der Möge Chucky einen Umhang aus feinster Wolle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Und damit müssten wir die Gedenkstätten vollzählig haben. Lebensversteck. Ach, das liegt ja noch weiter unten. Was ist mit dem anderen Überlebensversteck? Was ist mit dem Relikt? Liegt auch weiter unten. Und das Relikt. So. Bestimmt über uns. Nee, auch weiter unten. Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden. Da haben wir ein Überlebensversteck. So, das andere Überlebensversteck. Ist da hinten, aber das Artefakt müsste hier irgendwo sein. Ich gehe aber nochmal Luft holen, bevor Sauerstoff noch zum Verhängnis wird. Müssen wir tatsächlich dadurch und schauen, was auf der anderen Seite los ist. Wir aber das Relikt. Herr und Herrin, das sind der König Toten. Und die Königin von Mictlan, der Unterwelt in der aztekischen Mythologie. Mictlan Tecuhtli war unter den mit dem Tod assoziierten Göttern der bedeutendste. Er wurde häufig als Skelett mit Augäpfeln dargestellt und nahm sich unter anderem der Seelen der Verstorbenen an. Seine Gemahlin Mictle Cacautle stand im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zu Ehren der Toten, den Vorläufern der modernen Dia de Muertos-Tradition. Na, wozu gehört ihr? Pantheon der Götter. Aber nochmal zurückschwimmen. Kommen wir hier nochmal in die Luft. Für das Überlebensversteck. Nicht mehr. Wir finden die Archivarkarte. Sehr schön. Da haben wir noch ein Dokument.
Aber mehr auch nicht. Das heißt, wir brauchen noch mehr Archivarkarten. Und wir holen uns noch das Überlebensversteck. Ja, Pi City, wir kriegen dich noch klein. Wir entlocken dir schon alle Geheimnisse. Das lasse ich mir hier nicht gefallen. Jetzt wollen wir aber erstmal hier die Krypta abschließen. Hier war vor kurzem schon jemand. Wegen den Laternen oder was? Ach, das sind Lockpfeile, keine Explosionspfeile. Das hier habe ich gesucht. Ja, das ist wahr. Die Krypta haben wir gesucht. Hat keiner Geld liegen lassen? Okay, dann schauen wir mal. Mankos Stiefel. Gewährt Tarnung bei der Jagd nach Raubtieren. Damit dürfen wir auch die Herausforderung jetzt geschafft haben. Genau, über Tote spricht man nicht. Haben wir auch abgeschlossen. Ja, 90%. Pi City, wir machen dich fertig. Hier kamen wir her. Oder nicht? Jawohl. Wo haben wir das Lager? Da hinten. Aber ich will das Dokument, das da liegt, natürlich noch mitnehmen. Moment, wir kommen. Ich muss aufpassen, nicht, dass hier auch noch der Wetterfrosch ist, der uns in der Stadt fehlt. So, hier liegt das Dokument. Forsets Vermächtnis. Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. So, ich glaube, auch da dürfen wir wieder eine Reihe voll haben. Die verborgene Stadt. Und dann benutzen wir mal dieses Lager, um zu speichern. Ja, da hinten steht's. Können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen? Nein, alles voll.
Ja, und dann speichern wir an dieser Stelle. 2 Fähigkeitspunkte haben wir noch verfügbar. Dafür können wir uns noch Sicht der Eule holen. Ich glaube, der Rest, der jetzt noch übrig ist... Genau, das kostet jeweils 3. Ne, da haben wir noch 1 für 2. Das kostet dann auch noch 3. So, sehr schön. Was haben wir denn im Inventar schon wieder Neues? Ach so, natürlich. Wir haben natürlich hier Mankos Stiefel gefunden. Die müssen wir uns natürlich auch noch schustern. Aber ich nehme mir wieder die Bonus-EP für lautlose Kills. Ja. Lassen wir das Outfit dann erstmal so. Gut, Leute. Das heißt, im nächsten Video... ich gucke noch mal kurz auf die Karte. Im nächsten Video ist natürlich jetzt die Überlegung, den Monolithen zu finden. Da ist er. Und den Hinweis zu entschlüsseln. Dann werde ich noch mal versuchen, an die Schatztruhen zu gelangen. Und dann müssen wir ja noch schauen, wo jetzt hier die Nebenaufgaben noch sind. Ich müsste noch mal hier an die versteckte Höhle. Wo waren die? Hier oben irgendwo, ne? Genau hier. Für die Krönung. Ob wir da noch mit dem Meisterbogen holen müssen. Oder überhaupt, ob hier jetzt noch groß was dazu kommt. Müssen wir halt schauen. So, wenn wir den Monolithen entziffern und entschlüsseln, dann haben wir das letzte Überlebensversteck. Das fehlende Wandgemälde, das ist hier hinten. Das will ich mir auch noch holen. Mit den Relikten, ja, ein Relikt liegt da noch irgendwo rum. Und 4 Dokumente. Müssen wir mal schauen, wo das ist. Aber vielleicht haben wir hier noch einen Bereich, den wir storytechnisch betreten müssen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wobei das hier eher hier hinten so grau ist. Tempelkaserne. Vielleicht müssen wir da ja doch nochmal rein. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.